Hallo und herzlich willkommen zurück hier beim True Color Games Let's Play 4. Und wir befinden uns gerade in diesem Safety Room, in diesem Überwachungsraum. Und unsere derzeitige Mission besteht darin, wir sollen hier die Forschungsabteilung des Armor Champs, ich weiß es bis heute nicht, wie man das richtig ausspricht. Jetzt habe ich mich auch schon wieder am Satz verloren. Also, wir sollen das. Die Forschungsabteilung durchqueren und Paxton Vettel neutralisieren. So, ich beginne auch direkt mal mit dieser Mission. Ich weiß jetzt nur nicht, wie lange wir hier genau sollen. War ich hier drin schon? Ja. Hier drin war ich schon. Dann müssen wir jetzt hochlaufen. Sayonara, Wichser. Was? Sayonara-Wichser. Ja, wenigstens ist er berechenbar. Tss. Ich frage mich nur, warum er nicht erschossen wird. So, ich weiß ja eh nicht, in welche Abteilung wir genau müssen, also lohnt es sich auch nicht, jetzt da reinzugucken. Ah, aber. Wir können hier lang den Fahrzugschacht herauf. Hier geht's noch weiter hinauf. Und wie ihr seht, es ist ziemlich dunkel hier drin. Aha. Und dann müssen wir jetzt da lang. Ach, ich freue mich schon, wenn ich dieses Spiel hier durch habe, meine lieben Zuschauer. Ah, okay, da jetzt runter. Dann werde ich mich nämlich erstmal einem komplett anderen Spiel widmen. So, dann springen wir mal hinunter und schauen, was uns da erwartet. Eine Ladezeit. Die Situation. Armer Cam-Programmierer Norton Mapes hat sich der Rettung durch einen Vier-Frontmann erneut widersetzt. Paxton Vettels Position ist unverändert. Die Mission: Es muss jede erdenkliche Anstrengung unternommen werden, Vettel zu finden, bevor er die Position wechselt. Ja, also die Mission, sie bleibt dieselbe. Ich frage mich nur, wo wir jetzt hier gelandet sind. In einem weiteren Schacht. Aber wo kommen wir hier jetzt heraus? Das ist doch die. Ah, warum bricht denn die Framerate hier so ein? Aber da gibt. Was ist denn das? Was soll denn das sein? Na gut. So sei es. Es ist wirklich sehr, sehr still gerade. Ich benutze die Leiter nicht, weil ich mich da nicht umdrehen möchte. Oh. A little bit scary, huh? Ah, da ist er ja. Oh, perfekt. Sie schon wieder. Ja. Sehen Sie diesen Knopf? Was der wohl macht. Was? Was ist das für ein Wichser? Was hat der denn für ein Problem? Ha. Na wunderbar. Wenn ich dich noch einmal erwische. Ja, wie bekomme ich denn das Ding jetzt hier kaputt? Welchem mit der Shotgun? Muss das Ding eigentlich auch mal nachladen? Puh. Ja, tolle Sache. Das sind einfach nur solche Scheiß-Situationen, in denen man seine Medikits verbrauchen soll.
So, kann ich nicht auch einfach direkt in den Aufzug rein? Nein, geht nicht! Ah! Ich bin gestorben. Oh nein. Na gut, weiter geht's. Ach, jetzt sind wir wieder hier. Gut, dann können wir jetzt hier schnell durchlaufen. Hier passiert ja nicht sonderlich viel. Und ja. Oh, perfekt. Ja, Sie schon perfekt. wieder. Fick dich. Sehen Sie diesen Knopf? Was der wohl macht? Fuck you. So, jetzt habe ich es erledigt. Ein paar gezielte Schüsse reichen aus. Okay. Ja gut, wenn ich dich nur erwische. Du Drecksack. Hier können wir nichts betätigen, aber den Fahrstuhl, den können wir ja auch nicht benutzen. Was war das jetzt? Ah, die Framerate bricht hier ständig ein. Ja, wo lang denn jetzt? Hier liegt der Kaktus. Dann sehen wir uns hier mal um. Nee, keine Chance. Technology Corporation. Die Lösung des Rätsels ist wahrscheinlich so einfach. Und ich check's hier nicht. Kann man hier rein? Nein. Hier gab es sonst auch nichts mehr. Dann müssen wir hier was machen. Aber was? Das ist hier die Frage. Ja, super. Soll ich jetzt die ganze Zeit des Gameplays hier in diesem Raum versauern oder was? Ja, gut. Das ist doch jetzt scheiße hier. Habe ich hier vielleicht irgendwas übersehen? Vielleicht muss man hier irgendwas in diesem Raum beachten. Aber nein, was denn auch? Wir kommen ja eh nicht ran. Wenn wir zumindest hier durch. Ah! Da ist ein Schacht. Da war ein Schacht. So, dann suchen wir uns hier jetzt einfach noch einen weiteren Schacht, der uns dorthin führen könnte. Ha! Das war also diese Selbstschussanlage oder was? Checkpoint wird gespeichert. Ja, jetzt sind wir hier. Nur leider ist er uns schon entkommen, dieser. Puh, ich weiß auch nicht, was er gegen uns hat, dieser Programmierer. Die Zeit steht still. Scheiß Uhr. So, und sonst gibt es hier nichts zu tun. Ich würde auch mal gerne auf diesen Knopf drücken. The Law. Federal Minimum Wage. Alles klar. Hier gibt's nichts in der Ecke. Und ich weiß noch nicht, ob ich irgendwann mal vielleicht In auch noch. diesem Bereich gibt es automatische Abwehrmaßnahmen.
Unbefugte werden ohne Warnung erschossen. Ja, wo ist es denn? Oh, da hinten. Ich weiß noch nicht, ob ich den zweiten Vierteil spielen werde. Vielleicht irgendwann, aber nicht in nächster Zeit. Weil der zweite, der ist ja noch ein bisschen heftiger als der erste. Der dritte hat ja dann komplett an Gruselfaktor verloren und hat auch keine logische Geschichte mehr. So, jetzt immer noch nicht. Schade. Was ist es denn jetzt so dunkel hier geworden? Pam! Hab ich dich. So. Ah! Diese Tastenbelegung, verdammt! Ja, da gab es jetzt gerade einen kleinen Fehler. Ja, toll. Und hier gibt es nur ein Medipack. Jo. Also, wenn ich dich, Programmierer, hier erwische, dann knallt's aber gewaltig. Die Daten werden hochgeladen. Tja, das bestätigt, dass Perso als telepathisch begabte Kommandanten für die Arbeit mit Klonsoldaten ausbilden sollte. Aber offenbar war Paxton Vettel der einzige Commander in diesem Programm. Seltsam ist, dass sie ihn als zweiten Prototyp bezeichnen. Als zweiten Prototyp. Ach ja. Ja, die Türen, hier lässt sich alles bewegen. In 4. So, jetzt laufen wir hier erstmal rechts oder laufen wir links? Oder schauen wir uns erstmal um in diesem Raum? Vielleicht gibt es hier ja noch was, ja. Ah, diese automatischen Türen, die erinnern mich so an Doom 3. So, und ich muss hier auch noch auf diese Selbstschussanlagen achten. Nicht, dass die mir hier gleich den Kopf wegballern. Ne, hier liegt auch nichts rum. Boah, da ist wieder einer. Puh. So. Ne, die Scheiben gehen hier nicht kaputt. Tja, kommst du nicht durch, ja? Also gibt es da nicht einen einfacheren Weg, diese Dinger zu zerstören? Vielleicht laufe ich einfach mal hier lang. Ah. Ja. Hier kann ich das Ding doch direkt besser treffen. So, jetzt gib mal hier ein bisschen Ruhe. Boom! Komm schon! Ah! Ich hab's erwischt. Der letzte Schuss war's. So, dann geht's hier runter und hier geht es auch runter. Jo, wo lang laufen wir denn da jetzt? Bin ich hier in diese dunkle Röhre? Nein, keinesfalls. Das werde ich jetzt nicht machen. Ich laufe hier diesen öden Gang lang. Hier gibt's eine Kamera. Oh, schon wieder. Na, dann muss ich vielleicht doch die Röhre entlang. Sonst komme ich da nicht hin. Hm.
komme ich denn hier nicht rein? So, jetzt. Es würde mich nicht überraschen. Wo kommen wir denn hier jetzt raus? Ah, okay. So. Ich lasse hier die ganze Zeit die Taschenlampe an. Mann, die kosten so viel Zeit. Puh. So. Fuck. Wir müssen das Ding direkt erwischen. Noch ein Medikit. So. So. Da ist er. Da bist du. Wenn ich dich in die Finger bekomme. Ah! Haut der wieder ab. Du Schwein. So, was gibt's denn hier? Etwas Rüstung zum Aufnehmen und ein Medipack. Und es ist so leise. Es gab schon lange keine Schrecksituationen mehr. Jetzt habe ich hier wieder irgendwas verpasst, hä? Wahrscheinlich. So, was gibt's hier? Irgendwelche Graphen. So, Teleskope, überall Teleskope. Hier klingelt irgendwo ein Telefon. Ah. Was war das denn jetzt für ein Anruf? Geheimnisvoll. Puh. Hier gibt es nothing. So. Ah. Auf der linken Seite haben wir wieder eine Selbstschussanlage. Wie ich das jetzt hier gesehen habe. Ja. Dann sollte ich mich jetzt vielleicht erst einmal hier hinbegeben. Aber hier kommen wir nicht rein. Wieso denn das? Geht einfach nicht. Puh, ja. Ja, diese Let's Play-Episode ist ja hier mal geprägt von diesen Anlagen. Abwarten, bis sie einen vergessen haben. Dann in die nächste Deckung flüchten. Na, langsam reicht's doch mal, oder? Ich glaube, die hört nicht auf. Deswegen creepe ich jetzt einfach mal nach vorne und sie hat mir nicht mal ein bisschen Schaden gemacht. Geil. Ein Medikit.
So, jetzt die Taschenlampe. Ne, noch nicht. Bisschen warten, bis der Staub hier sich verflüchtigt hat. So, Taschenlampe. Oh, ich sehe sie nicht. Oh nein! Fuck! So. Die Sicht lichtet sich. Jetzt aber. Hehe. Okay. Was gibt es hier zum Mitnehmen? Was ist das? Das ist der dicke Programmierer. Er kommt da nicht durch, er hängt fest. Wunderbar. Jetzt habe ich dich. Jetzt habe ich dich. Nein. Nein! Warum? Warum hast du nur so ein Glück? Jetzt ist er verschwunden. Ja, Checkpoint wird gespeichert. Bad Boys, Bad Boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Trash. Aha. Keine Selbstschussanlage. Wieso? Das wundert mich jetzt. Normalerweise haben uns doch alle beschossen. Wow! Wow! Oh, warum machen die immer so laute Geräusche, wenn die rauskommen? Alles klar. Ich gebe jetzt hier zu den Telefonaten nicht so viele Kommentare ab, weil ihr hört ja selbst zu. Ja, schick. Ja, und wo lang laufen wir denn jetzt hier? Was war das? Da gab es eine Störung in der Matrix. Oh, und wir kommen jetzt hier. Da können wir... Nee, da können wir nicht durch. Diese Taschenlampe hier ist auch echt super. Ach, sie hat mich noch nicht bemerkt. So. Oh, fuck you. Fuck you, verdammt. Ich schreib's dir mal. Fuck you. So. Jetzt aber. Wunderbar. Okay, jetzt kamen die raus. Da hinten gab es eine Störung in der Matrix. Das interessiert mich jetzt aber nicht weiter. Denn ich laufe einfach den Weg hier gerade entlang, den uns die Programmierer vorgegeben haben. Hier ist die nächste Tür. Und hier geht es wieder in etwas grauere Bereiche. Jetzt geht es wieder... dahin, wo es gruselig sein soll. Aha. In welche Richtung laufen wir denn jetzt hier? Oh! Aha, das war ein guter Überraschungseffekt. Paxton Vettel.
Aha. So, also die Leiter kletter ich hier jetzt noch rauf. Und eigentlich ist die Episode jetzt vorbei. Die letzte war jetzt ein bisschen länger gewesen. Also beende ich diese Episode jetzt, obwohl es jetzt gerade gruselig zu werden scheint. Aber naja, was soll's. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.